Hallo Leute, hier ist wieder euer Mr. 124. Es ist Montagabend. Ich bin wieder hier im Internat, hatte heute meinen ersten Schultag nach den Herbstferien und möchte jetzt hier ein Video machen zum Thema Champions League. Wir hatten ja jetzt die vergangenen 2 Wochen wieder Champions League gehabt. Dritte und vierte Spieltag sind schon lange vorbei, aber ihr wisst es ja schon. Ich kann nur hier Champions League Videos machen oder ich werde auch nur hier Champions League Videos machen. Klar könnte ich es noch zu Hause machen. Aber Champions League ist ja eher immer unter der Woche, deswegen geht es halt nur hier, wenn ich noch was Ausführliches darüber berichten will. So, und wir legen einfach mal los. Heute geht es um die Ergebnisse des dritten und vierten Spieltags. Und wir legen einfach mal los und fangen quasi alphabetisch an mit Gruppe A. Da hatten wir jetzt FC Liverpool und die Glasgow Rangers. 2-0 für Liverpool. Dann hätte ich nicht so erwartet, Ajax unter Amsterdam unterliegt den SSC Neapel mit 1 zu 6. Dann in der Rückrunde schlägt der Neapel wieder zu mit 4 zu 2. Und die Liverpooler sind auswärts in Schottland wohl besser drauf gewesen als bei sich zu Hause und gewannen dort mit 7 zu 1. Gruppe B. Immer hier kurz nochmal die Proben zeigen. Da hatten wir Porto gegen Leverkusen. 2-0 für die Portugiesen, sozusagen. Brügge gegen Atletico, hätte ich nicht so erwartet, 2-0. Dann im Rückspiel quasi, also jetzt quasi Rückrunde der ganzen Spiele, trennen sich die beiden 0-0 und dann schlägt Porto in Leverkusen wieder zu mit 3-0. Dann Gruppe C, wo eigentlich schon der Gruppenfavorit schon sicher qualifiziert fürs Achtelfinale ist, denn sie zerlegen unter anderem Pilsen mit 5 zu 0. Inter Mailand gewinnt überraschend gegen Barca mit 1 zu 0. Dann trennten sich die beiden 3 zu 3 und dann kassierte Bayern in der Rückrunde gegen Pilsen nochmal 2 Tore machen, aber selber 4 und so gewannen sie 4 zu 2. Ein richtig gutes Spiel, lagen ja 4-0 vorne in der Halbzeit. Soweit ich weiß, ob es 4-0 war oder 3-0, bin ich mir jetzt nicht sicher. Dann Gruppe D mit einem weiteren deutschen Teilnehmer, nämlich Frankfurt. Aber zunächst haben wir erstmal Olympique Marseille gegen Lissabon 4-1, Eintracht gegen die Tottenham Hotspurs 0-0. Dann Rückrunde, Tottenham schlug Frankfurt 3-2 und Sporting unterliegt Marseille 0-2. Die Tabellen zeige ich gleich und dann kann ich dann auf jeden Fall sagen, wie es dann jetzt aktuell aussieht. Weil es sind schon einige Entscheidungen auf jeden Fall getroffen, wie es jetzt ist mit K.O.-Phase. Kommen wir erstmal zur Gruppe E. Salzburg gegen Zagreb, knappes 1 zu 0 für die Österreicher. Dann Chelsea gegen AC Mailand, jetzt scheint wohl der Knoten geplatzt zu sein. Jetzt mit den ersten beiden Siegen, muss man sagen. Ja, ich habe wieder Probleme. Ich kann es jetzt sozusagen nur so zeigen. Ich bin schon wieder in echten Sprachfehler. Also Chelsea mit den ersten beiden Siegen jetzt am dritten und vierten Spieltag, jeweils gegen Mailand, klar. Zagreb und Salzburg trennen sich dann 1 zu 1 in der Rückrunde. Und Chelsea gibt auswärts gegen Mailand nochmal 2 Tore hin. Gruppe F, eine interessante Gruppe mit Real, mit Leipzig, Schachtar Donetsk und Glasgow. Real gegen Leipzig, nee, das war das war am zweiten Spieltag, sorry, Leipzig gegen Glasgow, gegen Celtic Glasgow, nicht Rangers. 3 zu 1, Real gegen Donetsk knapp 2-1. Dann trennten sich die beiden bisschen überraschend 1-1 und Leipzig schlug dann nochmal Celtic mit 2-0 und sind dann auch wieder drin um einen Platz ins Achtelfinale. Dann Gruppe G, die vorletzte Gruppe. Zunächst erstmal mit, sagen wir mal, sauberen Ergebnissen. Manchester City gegen Kopenhagen 5-0 und Dortmund gegen Sevilla 4-1. Dann aber eher schwache Ergebnisse. City Kopenhagen 0-0, Dortmund Sevilla 1-1. Und dann die letzte Gruppe, Gruppe H. Zunächst auch hier Juventus gut gegen Maccabi Haifa. Ich habe immer noch Probleme mit Aussprüchen. Haifa. 3 zu 1 für Juventus.
Benfica und Paris trennten sich jeweils in der Hin- und Rückrunde 1-1. Dann eher überraschend, dass Maccabi Haifa Juventus mit 2-0 schlug. Da habe ich 2-0 schlug. Da habe ich mich gedacht, was war da los? So, das ist auf jeden Fall die Übersicht. Nächste Woche Montag ist ja wieder, also nächste Woche ist ja wieder Champions League. Da gibt es dann auch die Übersicht zu den Spielen des 5. und 6. Spieltags. So, und jetzt haben wir die Tabellen jetzt. Hier steht auf jeden Fall fest, der SSC Neapel geht ins Achtelfinale noch ohne Niederlage, ohne Punktverlust. 4 Spiele, 4 Siege, gut, richtig starkes Torverhältnis. Und auch, ja, möglicherweise noch von Platz 1 ab einzuholen, aber egal was passiert, Neapel wird sich auf jeden Fall durchsetzen fürs Achtelfinale. Also wird sich fürs Achtelfinale qualifizieren oder ist vielleicht schon qualifiziert. Das steht fest. Liverpool geht als Zweiter. Es könnte ja, wie gesagt, noch um Platz 1 gehen. Ajax wird es, glaube ich, nicht mehr schaffen. Klar, die könnten auch noch auf 9 Punkte rankommen. Aber müssten erstmal dann diese Torverhältnisse dann richtig gut ausbauen. Und die Rangers sind klar raus, wenn es um einen Platz in die K.O.-Phase geht. Also da sind die Glasgow Rangers, die letztes Jahr noch ins Finale der Europa League standen, jetzt raus und könnten eventuell noch einen Europa League Platz sichern. Gruppe B wie Brügge, denn Brügge ist auch aktuell vorne mit 10 Punkten, ohne Torverlust, ohne Gegentor. Porto 6 Punkte. Atletico 4 und Leverkusen mit 3 Punkten, zwar letzter, aber trotzdem noch nicht wirklich raus. Also wenn die jetzt irgendwie die letzten beiden Spiele gewinnen, dann können die noch eine Chance auf Platz 2 haben, aber es wird sich dann alles da entscheiden. Also da ist noch nichts so wirklich entschieden. Muss mal gucken. Aber ich zeige euch im nächsten Video am Mittwoch dann auf jeden Fall, am Montag dann, wie die Spiele sind und dann nochmal die Tabellen, wie es denn da aktuell möglich ist, wenn da vielleicht was geht. Vielleicht mache ich es auch, muss ich mir noch überlegen, aber vielleicht mache ich es auch sogar so, dass ich den 5. und 6. Spieltag extra trenne, weil es ja ein bisschen ja, um die Entscheidungen geht quasi. Also 5. und kann schon, der 5. Spieltag kann schon entscheidend sein, der 6. Spieltag dann sowieso, klar, dann ist es zu Ende. Aber vielleicht mache ich es dann extra so, dass ich nächste Woche nur die Ergebnisse, also die Spiele des 5. Spieltags zeige. Die Spiele des 5. Spieltags zeige, meine Güte. Und dann in der Woche darauf die Ergebnisse und dann einen Tag später wieder die Spiele und dann die Ergebnisse. Das mal werd ich dann so machen. Also nächste Woche dann nur der 5. Spieltag tatsächlich. Bayern, also Gruppe C, Bayern ganz klar 4 Spiele, 4 Siege. 13 zu 2 Tore, 12 Punkte. Klar, Erster. Und das wird, denke ich, nicht mehr einzuholen sein, denn Inter Mailand müsste ja noch einmal gegen Pilsen spielen. Und auch gegen Bayern. Und da, also ich denke mal, gegen Pilsen werden sie sich durchsetzen, aber dann gegen Bayern nochmal. Und könnte nochmal, obwohl, ja, Bayern hat erstmal das nächste Spiel gegen Barca, aber die sind fix fürs Achtelfinale qualifiziert, also da kann nichts mehr passieren. Klar, es gibt dann auf jeden Fall noch einen Kampf um Platz 2 und 3. Die Viktoria Pilsen, ganz klar, keine Chance mehr auf einen Achtelfinalplatz, können da nichts mehr machen. Da sind sie schon mal raus aus dem Rennen. Gruppe D, hier oben. Tottenham aktuell vorne. Olympique 6 Punkte, Sporting 6 Punkte, Frankfurt 4 Punkte. Da ist überhaupt noch nichts entschieden. Da ist noch echt eine alles ausgeglichene Gruppe. Da könnte selbst noch Frankfurt sogar Tabellenführer werden, wenn sie sich durchsetzen können. Also da ist noch nichts entschieden. Gruppe E auch nicht wirklich. Also Chelsea war noch vor dem 3. Spieltag noch letzter, sind jetzt durch die 2 Siege jetzt vorne. Salzburg knapp dahinter mit 6 Punkten.
Dann finde ich ein bisschen überraschend, AC Mailand mit minus 3 Toren auf Platz 3 und Zagreb mit minus 2 Toren auf Platz 4. Das müsste eigentlich so aus meiner Sicht, weil minus 2 ist besser als minus 3. Müsste eigentlich, ob, vielleicht kann es ja auch sein, hier so die meisten Tore geschossen. Dann könnte es auch irgendwie so was das sagen. Aber ich werde es immer anders, also was die Tordifferenz angeht. Auf jeden Fall ist in dieser Gruppe auch noch nichts zu. Also Chelsea könnte auch klar wieder rausfliegen. Und Zagreb, Mailand haben alle noch Chancen. Also Gruppe E ist noch überhaupt noch offen wie Gruppe D. Gruppe F sieht dann ein wenig anders aus. Klar, Real noch nicht ganz durch. Das wird sich ja noch entscheiden. Leipzig noch 6 Punkte. Schachtar Donetsk 5. Die haben auch noch die Chance, weiterzukommen. Celtic Glasgow eventuell mit 2 Siegen noch auf 7 Punkte rankommen und dann irgendwie noch was reißen, aber das ist eher eine minimale Chance. Also für mich sind die Glasgower Celtic raus aus dem Rennen um die Achtelfinalplätze. Gruppe G sieht auch interessant aus. Sorry, dass das Handy die ganze Zeit immer so verschwommen ist. Da kann ich aber echt nichts für. Liegt daran, wie ich das Handy halt halte. So. Manchester City, für mich auch klar als Gruppenfavorit. Dann kommt eher Dortmund dran. Also die Gruppe ist genauso geordnet, wie ich es auch angesprochen hätte, so als Favoriten. City wird für mich auf jeden Fall bestimmt weiterkommen. Haben noch keine Niederlage gesteckt. Dortmund muss am nächsten Spieltag, das werde ich schon mal verraten, gegen City spielen. Und bei dem Spiel wird sich auf jeden Fall entscheiden, wer da Gruppensieger, also ob da City sich durchsetzen wird, dann sind die safe Gruppensieger. Sevilla und Kopenhagen haben schwer noch irgendwie weiterzukommen. Aber ich glaube, beide haben dann nicht mehr wirklich die Chance, um den Achtelfinalticket zu spielen. Also da wird für mich City und Dortmund weiterkommen. Gruppe H, Paris. 8 Punkte. Benfica 8 Punkte. Juventus 3 und Haifa, ja, durch den Sieg gegen Juventus auch 3 Punkte jetzt. Wird auch noch schwierig einzusetzen, aber da sieht es genau aus wie in Gruppe G. Paris und Benfica gehen weiter. Juventus finde ich schon ein bisschen überraschend auf Platz 3. Das hätte ich jetzt nicht mal gesehen. Maccabi bei Haifa wird bestimmt auch rausfliegen. Also für die beiden geht es nur noch darum, wer in die Europa League Endrunde geht und wer direkt Tschüss sagen darf zur Champions League. Ja, das war's. Das war jetzt wieder einer der längsten Videos über Champions League oder so oder generell so von den Durchschnittsvideos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben und sagen, wer irgendwie schon weiterkommen wird oder nicht. Nächsten Montag gibt es die Spiele, also die Übersicht auf den 5. Spieltag. Dann in der Woche am Sonntag die Ergebnisse. Und dann am 31.10. Übersicht auf den 6. und letzten Gruppenspieltag. Das ist der Stand der Dinge. Am Freitag, also wir sind uns, oder wir hören uns am Freitag wieder. Wieder mit so einer normalen Bundesliga-Prognose. Dann nochmal ein Infovideo, was ich ja nicht die ganze Zeit machen wollte. Und dann eher Sonntag die Ergebnisse der zweiten Runde des DFB-Pokals. So ist der Stand der Dinge für diese Woche. Ich mache hier die Kamera aus und sage Tschüss und bis Freitag.